wieder, liebe Schüler, liebe Freunde der Mathematik. Wir sind nach wie vor in der Analysis. Heute eine ganz simple Funktion, die wir betrachten. Und zwar, jeder kennt die, eine konstante Funktion, die meinetwegen das Aussehen hat, f von x gleich a, wobei dann das a ein Element aus dem Bereich der reellen Zahlen ist. Der Graph dieser Funktion ist eine Parallele zur x-Achse, das heißt also zur Abszissenachse. Und wenn man sich diesen Graph anschaut, Kamera zeigt es mal hier, dann sehen wir ja, dass die Steigung dieser Funktion überall den Wert 0 hat. Die Steigung ist 0. So, nun haben wir gesagt, dass diese Ableitungsfunktion f' von x wiederum dy nach x gleich 0 sein soll, da nämlich der Graph überall die Steigung 0 hat, ist klar. Ganz kurzer Beweis, das ist der Differentialquotient. So, meine Funktion lautet ja f von x gleich a, also setze ich hier f von x gleich a ein. Ich könnte wieder ein Inkrement dazu nehmen, aber das bleibt ja a. Dann haben wir minus f von x, also wieder minus a durch h. Für h gegen 0, dann sehen wir, dass im Zähler der Wert 0 erscheint. Im Nenner haben wir h und das ergibt 0 durch h, wobei ich hier natürlich auch den Grenzwert bilde von 0 durch h. Machen wir das noch kurz. Also hier hätten wir auch den Limes für h gegen 0 und das liefert uns dann da ja 0 durch h, also durch einen Wert selbst wieder 0 ist. Ja. Also ist die Ableitung der konstanten Funktion tatsächlich 0. Okay, gut. Wo die Sonne am höchsten steht, da steht auch unsere Schule.